Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier auf der Isle of Zipta bei Conan Exiles. So, dann werden wir uns mal vorsichtig weiter die Küstenlinie vorarbeiten hier. Und so ein bisschen wieder so ein bisschen Richtung Heimat zurückkehren. So. Ich hoffe mal, dass wir es bis dahin noch schaffen, die liebe Tessa auf Stufe 10 zu kriegen. Das wäre schon mal so ein bisschen das Ziel. Das wäre nämlich nicht so schlecht. Hätte sie nämlich auch schon mal die ersten Unterwerte. Und dann könnten wir als nächstes dann mal unsere liebe Anna als nächstes schon mal mitnehmen und auch die mal zumindest bis Stufe 10 erstmal ziehen. Oh. Ja, moin. Wie geht's denn so? Na gut. Boah, Alter, das Fleisch, das stapelt sich mittlerweile schon in unseren Taschen hier, ne? Gerade das Wildfleisch von den kleinen Tieren hier. So, hier haben wir auch wieder Krokodil. Okay. Moin. Erstmal schön ins Gesicht stechen. Oh. Was haben wir denn hier? Ohne Atemmaske können wir da leider nicht rein, ne? Ist das hier Schwefel? Nee, ist ein Stein. Oh ja. Säuredämpfe. Okay. Gut, dann sollten wir da nicht ohne weiteres so reinlaufen, ne? Können wir dann mal machen, wenn wir eine Gasmaske haben. Dann können wir uns die Höhle mal nochmal angucken. Das ist auch interessant. Scheint schon so ein leichter nochmal Point of Interest gewesen zu sein. Was wir mal machen können, haben wir noch Eisenbarren erbeutet. Verbessertes Reparatur, Waffenreparatur-Kit haben wir auf jeden Fall. Ja, 5 Eisenbarren. Da würde ich nämlich sagen, wir reparieren zumindest unser Schwert notdürftig schon mal. So weit wie es gerade ging. Damit uns das hier nicht aus Versehen unterwegs mal kaputt geht, ne? So, jetzt kommen wir auch noch mal zu einer interessanten Stelle. Hier könnten wir jede Menge Leuchtmittel abbauen. Ne? Ziemlich geil eigentlich. Die Tränen von Zanarus. Aha. Gelblotus hätten wir hier noch mal. Ich glaube, den Gelblotus nehmen wir mal ruhig schon mal mit. Denn bei uns haben wir bloß violetten Lotus. Oh, da können wir nämlich hier schon mal ein paar Samen davon mitnehmen. Wenn wir da mal welchen brauchen sollten, können wir den Zalot zu Hause selber anbauen. Sind wir gleich mal ein bisschen clever hier. Sind wir doch mal clever. Mal gleich mal, ob hier irgendwo eine Höhle ist oder so. Nee, leider nicht. Ist ja doch immer mal ganz gerne, ne? Hinter Höhle oder hinter Wasserfällen, dass man da eine Höhle findet. Tja, aber mit der Magie müssen wir dann wirklich bei Gelegenheit jetzt mal gucken, ne? Ob wir die freischalten können, sobald wir das Werkzeug haben. Also sprich den Zauberstab da. Oh. Ist noch mal eine Geschichtstafel. Wo ich scroll mal noch mal runter, ne? Wer sich das durchlesen möchte. Werde ich jetzt mal nicht alles noch mal vorlesen. So, aber hier wäre schon zumindest schon mal die Stadt der Toten. Hm. Muss man bei Gelegenheit mal gucken. Hier wäre halt auch das Grave Matters Event, ne? Ganz in der Nähe.
Sache ist halt, wir haben im Moment noch keine Möglichkeit, großartig Verderbnis wieder zu beseitigen. Das wäre das Problem. Jetzt hätte man gesagt, wir gehen jetzt einfach mal schon mal hoch und gucken uns da schon mal um. Aber die Verderbnis dürfte ein Problem sein. Ja. Der Mahlstrom ist durch. Sehr gut. Dann wird das Wetter auch wieder ein bisschen schöner. Ah, widerlicher Sturm wieder weg. Was Wertvolles drinne? Na, nicht wirklich. Nur ein paar Baustoffe. Was, wo? Warte mal. So, schon ist dieser widerliche Sturm wieder weg. Haben wir gleich wieder schönes, tropisches Wetter. Schöner gleißender Sonnenschein. Ah, sieht doch gleich ganz anders aus. Was das ausmacht, ne? Allein so ein bisschen die Lichtverhältnisse. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir hier. Und bis hierhin müssten wir eigentlich, ne? Ja, wir können ja mal. Wir können ja mal einen kleinen Step zumindest Richtung Stadt der Untoten machen. Uns hier oben mal ein klein bisschen um. Ganz so hilflos sind wir ja mittlerweile nicht mehr. Das ist ja zumindest schon mal einiges. Mal bloß mal gucken, wo wir hier die große Treppe finden. Gucken, ob es der Vogel da in Ruhe lässt. So, dann laufen wir doch einfach hier mal hoch. Ja, hier ist sogar eine richtige Hauptstraße hier hoch. Wusste ich gar nicht mehr. Ja, ja, wenn das nicht begrüßend aussieht, ne? Und freundlich. Begrüßerfreundlich. So, hier haben wir nochmal eine Tafel mit, ne? Könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, wer denn möchte. Bisschen Lore. Ja, gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um. Ja. Hier ganz in der Nähe ist direkt ein World Boss, aber ich bin noch nicht so davon überzeugt, dass wir den schon tot kriegen würden. Zerlegen wir doch schon mal ein paar Skelette hier. Hey, glaube ich das? Lässt du mal unsere Tessa in Ruhe hier? Noch ein Man. Glaube ich ja wohl. Sowas Unverschämtes. Ja, die können wir rein theoretisch zerlegen. Wir brauchen ja für unseren Dingsbums, ne? Wir brauchen für unseren Komposthaufen, ja, noch Knochenmehl. Oh, das sind ganz schön viele hier. Kurzen Prozess gemacht mit den Burschen hier. Na, seht doch, kriegen wir auch gleich wieder ein paar Eisenbahnen. Hat also sogar Vorteile, dass wir die zerlegen. Bisschen eklig, dass man hier auch Fleisch kriegt, ne? Ja, gucken wir uns hier mal um. Das ist die große, große Frage, die ich mir halt stelle. Ist halt, wo wir hier den Beginn für die Magie bekommen. Oh, das ist nicht so gut. Das ist das Einzige, was immer mal tödlich enden kann, ne? Wenn wir uns hier einkreisen lassen von den Burschen hier. Ja, gut. Vielleicht noch ein bisschen Eisen. Können wir gleich wieder Knochen mitnehmen. Oh, ein Eisenabhäutemesser. Ja, gut. Sind halt alles direkt Werkzeuge, die wir selber nicht mehr herstellen müssen. Die nehmen wir dann natürlich gerne mit.
Oh, was ist das hier? Okay. Sprichwortbuch der alten Kulturen. Was haben wir da jetzt bekommen? Emilianisch, okay. Ach so, das waren eiserne Jungfrauen hier, ne? Eiserne Jungfrauen sind das. Wundert mich aber, dass man dieses Item nicht irgendwie selber bauen kann, ne? Das sind ja im Grunde alles Sachen, die man auch nachbauen könnte. Würde mich nicht wundern, wenn wir das irgendwann mal im Bazar finden. So für einen Zehner. Muss ich halt aktuell auch halt sagen. Können wir mal gucken, was jetzt gerade so ein bisschen die neuen Angebote im Bazar sind. Abartig teuer, ne? Wenn man das mal in Euro umrechnet. Ich glaube, da hat sich Funcom keinen Gefallen getan mit dem neuen System, sowohl mit dem Battle Pass als auch mit dem Bazar. Weil wenn man das mal in Euro umrechnet, die Preise sind halt exorbitant teuer. Ich glaube, da haben sich die Friendos keinen Gefallen getan. So, dann gucken wir doch einfach mal hier so ein bisschen weiter in die Stadt der Untoten. Wir müssen, wie gesagt, bloß darauf aufpassen, dass wir nicht aus Versehen in einen Boss reinrennen. Was? Glaube ich das? Ey, Unverschämten hier. Glaube ich das? Wie frech? Ja. So, dann gucken wir mal. Wir könnten theoretisch hier außen erstmal reingehen. Ne? Weil hier ist nochmal ein Dungeon. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ob wir den schon schaffen. Oh, da stehen wieder zwei Skelette rum. Ey, glaube ich das? Oh, Getreue ist eine Stufe aufgestiegen. Oh, hier ist es sehr kalt. Das ist ja interessant. Alter, wie viel hält denn dieses Skelett aus? Ich glaube, wir sollten uns hier gleich mal verkrümeln. Ne? Wenn das hier sehr kalt ist, dürfte das nicht so erquickend für unsere Gesundheit sein. So könnt ihr euch auch wieder durchlesen, wenn ihr möchtet. So ist denn das hier eiskalt? Das ist aber sehr merkwürdig. Ah. Oh. Nochmal Brocken Eisen. Ich glaube, da werden wir uns erst ein bisschen vorbereiten müssen, bevor wir hier reinspazieren. Denn erfrieren möchte ich hier ungern. Können wir mal gucken, ob das hier auch gilt. Wenn wir jetzt sagen, wir würden hier außen lang rennen. Ah, hier ist es auch kalt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Auch nur Skelette. Und hier ist auch Verderbnis, ne? Hm. Hier ist auch Verderbnis. Alter, wie viel Leben haben denn diese Skelette hier? Verderbnis nimmt zu. Das ist ungesund, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber hier hätten wir auch Schwarzeis. Hm. Ich hoffe mal nicht, dass ich das bereue und wir jetzt dadurch draufgehen. Aber wir schnappen uns mal noch ein bisschen Schwarzeis, wenn wir hier einmal gerade sind.
Achso, ich wollte gerade sagen. Oh. Der ist schon ein bisschen was stärker hier, ne? Muss den noch schnell umknüppeln und dann müssen wir uns hier mal verprügeln. Ja. Ja, den hier noch ausschlachten und dann hauen wir hier mal ab. Das wird mir hier ein bisschen zu viel Verderbnis gerade. Das wird mir ein bisschen zu viel Verderbnis. So, wir haben ein bisschen was an Eisen, glaube ich, mitbekommen. Ne? Können wir gleich wieder mal unser Schwert reparieren. Ist natürlich ärgerlich, dass wir hier Kälteresistenz brauchen, um hier reinzukommen. Waren wir immer gerade so am äußersten Maximum oder Minimum, ne? Dass wir keinen Schaden durch die Kälte gekriegt haben. Wenn wir dicht daran gelaufen, hätten wir ein Problem gekriegt. Müssen wir also nochmal wiederkommen. Oh. Was haben wir da hinten? Oh. Ja, moin! Der riecht die Steaks in unserer Tasche, glaube ich. Ja. Ab heute Messer ist auch bald hinüber. Ja. Hier sind auch nochmal zwei Hunde. So. Das nenne ich ja mal einen Schwertfeger, den die Tessa hier gerade gemacht hat. Richtig schön durch die Reihen geschnitten. So, was haben wir denn da drüben? Auch bloß noch Ruinen, ne? Da wäre noch mal ein Lager, wie es aussieht. Mal jetzt allerdings hier irgendwie runterspringen, ne? Ich bin mir nicht so sicher, ob da die liebe Tessa so einfach hinterherkommt. Andererseits kommt hier oben, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Macht es, glaube ich, mehr Sinn, unten am Strand nochmal lang zu gehen. Dann gehen wir den Weg lieber unten durch. Müssen wir jetzt unbedingt gucken bei Gelegenheit, wie wir unsere Verderbnis wieder wegkriegen. Eventuell mit einem Festmahl oder so. Könnten wir ja mal gucken. Wir haben ja verschiedene Sachen dabei. Wir haben auch ein Festmahl, sehe ich gerade, ne? So, dann nehmen wir das nämlich mal. Hm. Hier müssen wir auch wieder runterspringen. Aber hier geht's noch. So, Tessa ist mitgekommen, sehr gut. So, dann gucken wir uns das Lager hier oben doch glatt mal an. Bin ich doch mal neugierig. Muss ich doch mal wissen, was das hier oben ist. Sieht irgendwie aus wie ein Sklavenjägerlager irgendwie, ne? Oh, da ist auch wieder ein... Da ist auch wieder ein Frendo dabei hier, ne? Gefängniswärter. You picked the wrong fight. Glaub ich das? Der ist ja frisch. Curse you. Und tschüss. Wer hoch steigt, wird tief fallen. So, nehmen wir uns ja gleich wieder mit, was wir mitnehmen können.
Nashornhaut ist jetzt. Naja, gut, hier können wir gleich alles mitnehmen. Baumaterial. Ach, scheiß drauf, dann nehmen wir gleich alles mit, was soll's. Bisschen Alkohol, das ist nie verkehrt. Hier können wir auch alles mitnehmen. Muss ich bei Gelegenheit tatsächlich mal gucken, ob man so einen Gefängniswärter auch zähmen kann, ne? Hier stand ja dabei Zuchtmeister. Na gut, hier ist jetzt kein Thrall drin. Aber müssen wir uns mal merken, dass wir hier auch nochmal ein Lager hatten. Mit einem Zuchtmeister. Das ist nicht so uninteressant. Gucken wir mal wieder runter an den Strand. Aber eine schöne Rundtour gemacht dann. Sind wir einmal komplett hier kreisförmig drum rumgelaufen? Oh. Ja, moin. So. Durfte sich unser Abhäutemesser gleich verabschieden. Oh, das ist interessant. Hat jemand versucht, ein Lagerfeuer zu machen? Achso, hier liegt unser Frendo noch, ne? Ja, dann. Na, reparieren wir unser Messer gleich nochmal. Damit mir hier keiner vorwerfen kann, ich würde unsere Sachen nicht verwerten, die wir hier niedermachen. Ne? Wird alles gleich wieder vorsorglich hier und ja nachhaltig verwertet. Ja, Muscheln nehmen wir auch gleich mal mit, wenn wir hier einmal sind. Oh. Ja, ist nur eine Nachricht, ne? Ist nur eine Nachricht. Ach, das war irgendwas Besonderes, aber. Ist nur eine random Nachricht. Machen wir uns langsam auf den Rückweg. Das muss man aber echt sagen hier. Also auf der Isle of Scepter, anfangsmäßig, um sich hier am Leben zu halten, was Nahrung angeht, hat man es hier echt einfach. Ne? Die Muscheln liegen halt überall rum. Man muss sich erstmal schön mit Lebensmitteln eindecken, gleich zum Anfang. Alter. Das ist schon... Ist ein bisschen was an Muscheln. Hier hätten wir noch eine Schildkröte. Hm. Holz findet man auch jede Menge. Steine liegen hier und da. Denke ich nur. Eine gute Ausgangslage hier fürs Abenteuer. So, dann... Aber den nächsten Abschnitt ist der Aasfresserküste gefunden. Hm. Vielleicht wieder Muscheln einkassieren. Ach da. God, take you. Muss gestehen, dass ich nicht mehr so abgeneigt wäre vor so einem Elite-Krokodilen. Weil das uns halt relativ gut EP gebracht hat. Da unsere liebe Tessa ja tankt. Apropos, welches Level ist er denn jetzt im Moment? Ja, seht ihr? Noch ein Vieh und wir haben Stufe 10 geschafft. Sag ja, passt ganz gut. Dann hat sie ihren ersten Unterperk schon mal. Alter, das ist aber auch ein Paradies für Muschelsucher hier, ne? Ja, da kann man echt nicht meckern. Muscheln findet man hier wirklich ohne Ende. Hm. Tja, bräuchten halt wie gesagt bloß eine Möglichkeit, die Lebensmittel mal haltbar zu machen. Das wäre halt so ein bisschen der springende Punkt.
Oh, da oben ist noch ein Wolf. Oder ein Wildhund. Gucken, ob wir den runtergelockt kriegen. Na, komm her. So, und da ist unsere Tessa. Stufe 10. Gucken wir gleich mal, was er an Perk dazu bekommen hat. So, was haben wir denn hier? Was hat sie denn Schönes dazu bekommen? So, Werte. Dickschädel. Dein Getreuer erträgt dank seines dicken Schädels beträchtlichen Schaden. Aha. Plus 3 Rüstungswert und plus 3 Lebenspunkte. Oder, ne? Lebensattribute. Das ist schon mal nicht so schlecht. Da sie ja tanken soll, ist das genau richtig eigentlich. Das ist schon mal genau richtig. Cool. Ich denke, mein Mut wird so ein bisschen Widerstand gegen Einflüsse sein, ne? Also sprich aus dem Gleichgewicht gebracht oder taumeln. So, wo kommen wir denn hin, wenn wir hier hochgehen? Bin ich doch mal neugierig. Scheint auch noch mit zur Stadt der Untoten zu zählen, wie mir scheint, hm? Gehen wir mal vorsichtig hier hoch. In der Hoffnung, dass wir hier nicht auch wieder Kälte und alles Mögliche abkriegen. Ja. Im Moment geht's noch, hm? Im Moment scheint es noch zu gehen. Aber wir sind mittendrin in der Stadt der Toten, wie mir scheint. Ah. Wir sind mittendrin. Ah. Da haben wir eine untote Monstrosität aufgescheucht. Boah, Alter, die hat aber viel Leben. Ah, hier ist es wieder sehr kalt. Das ist alles andere als gut. You picked the wrong fight. God take you. Guck mal, das war der Dinke schnell zerhackt Stückeln. Dann machen wir uns hier wieder vom Acker. Wie gesagt, solange wir hier keine Ausrüstung haben, die uns vor Kälte schützt, hat das noch nicht allzu viel Sinn. Da hätten wir nur Nachsehen bei. Kümmern wir uns hier erstmal wieder. Das ist heftig, ne? Dafür, dass es hier nicht so wirklich eine Eisregion gibt. Haben wir dafür hier Stellen, wo es arschkalt ist. Ist interessant, die Macht. So. Aus der Dunkelheit zurück ins Licht. Und dann gucken wir mal. Hier kommt nochmal ein Lager, wie es aussieht. Und mal gucken. Aasfresserküste. Okay, sind wir hier wieder angelangt. Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte, wie es so schön heißt. Ne? Klatschen wir die mal weg und dann können wir die gleich ausweiden. Ja. Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. So. Schön. So, meine Freunde, wir sind bei einer halben Stunde angelangt. Dadurch, oder daher würde ich sagen, wir machen eine kleine Folgenpause. Ja, im Prinzip, wir sind ja fast da, wo wir hin wollten, ne? Ich werde dann zwischen den Folgen jetzt dann unseren Weg Richtung Basis abschließen und dann werden wir in der nächsten Folge
in unserer Basis dann, denke ich, wieder starten und dann von da aus dann in die nächsten Abenteuer starten. Für die Folge wieder fleißig Däumchen drücken, fleißig kommentieren und dann sehen wir uns sehr, sehr bald in der nächsten Folge hier auf der Isle of Scepter in Conan Exiles. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.